willkommen bei Drinklink, eurer ganzen Welt der Getränke, liebe Zielgruppe. So, sorry für die Verspätung, hat ein bisschen gedauert. Es gab da ein paar terminliche Verfehlungen einerseits. Sorry dafür. So, ich räume hier noch ein bisschen auf und dann legen wir los. Was machen wir heute? In erster Linie machen wir erstmal Dinge, worauf ihr Bock habt. Also, was immer ihr an Ideen habt, die ihr live in Sachen Getränken umsetzen wollt, und sofern es mir möglich ist, werden wir das tun. Wenn es mir nicht möglich ist, was passieren kann, dann gucke ich mir das an und dann werden wir das bei einem der nächsten Livestreams definitiv mit einbauen. Ist alles ein bisschen spontan, immer bei mir, gerade an diesem Freitagstream, weil das ist eine sehr spontane Geschichte insgesamt, ohne großartige viel Planung. Und genauso viel Chaos ist dann halt auch um mich herum. So. Wir haben ein paar Sachen gelernt letzte Woche. Die werden wir auch wieder anwenden. Sprich Kameraführung, Getränketechnik. Was kommt da hin? Da kommt das hin. Der Wermut kommt wieder an die gleiche Stelle. Pokal dahin. Mein Getränkesirup nach da unten hin. Ein Messer dahin. Ein neues Buch dahin. Und dahin. Einen Löffel. Ein Jigger. Da haben wir die Möglichkeit, da einmal sauber zu machen, sollten wir auch tun. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem Mise en Place soweit durch. Und dann gucken wir uns mal an, was wir so an Drinks heute machen. Ob Klassiker, ob Technik. Wie gesagt, eure Fragen sind Trumpf. Parallel mache ich immer noch ein bisschen sauber. Und wie ihr schon in der Woche jetzt gesehen habt, das, was ich heute hier live aufzeichne, schneide ich ein bisschen zusammen und findet ihr dann bei mir auf Drinklink auf dem YouTube-Kanal. Aber live bin ich nur hier auf Twitch. Schöne Grüße nach da draußen, schöne Grüße an alle Getränkeorientierten. Chat ist da, Kamera 1 ist da, Kamera 2 ist da, Ton passt und mehr muss ich heute erstmal nicht wissen. Ich werde mir aber noch ein Getränk einschütten, Limonade, damit ich auch über den Abend komme gut. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich schon ein paar interessante Getränke mixen. Cheers, Prost auf euch. Machen wir kurz nochmal den Check, ob der Kamerawechsel passt. Passt auch. Fokus auf mich passt auch. Hintergrund passt. Die Kamera könnte vielleicht noch ein bisschen waagerechter sein. Ja, so gefällt's. Des Post. Hab ich soweit alles. Wir haben Zitrusfrüchte, wir haben Zucker und Sirup, wir haben alle anderen Zutaten da. Ja, passt. Können wir loslegen eigentlich. Willkommen bei Drinklink. Und ich bereite jetzt parallel schon mal ein paar Sachen vor, die ich sowieso brauche. Das heißt, für Drinks brauche ich Zitrussaft. Heißt, ich schneide jetzt erstmal meine Zitrusfrüchte. So, Zitrusfrüchte sind vorher gewaschen. Dann presse ich gleich den Saft.
Hallo Jörn. Ja, sorry, es gab da ein paar Unregelmäßigkeiten, terminliche, die ich nicht direkt selber beeinflussen konnte. So. Da kommt der Müll gleich rein. Bin auch noch mitten in der Vorbereitung. Ich presse jetzt erstmal in Ruhe den Limettensaft. Dann machen wir heute ein paar Drinks. Mal gucken, wenn mich der Däubel reißt, vielleicht auch noch ein bisschen Technik und vielleicht noch das eine oder andere Werkzeug. Und dann machen wir heute pünktlich um 10 auf jeden Fall Feierabend. Nein, nicht Gartenarbeit. Gartenarbeit ist Samstag, sprich morgen. Morgen ist Aufräumen, Garten angesagt. Morgen ist der Tag soweit durchstrukturiert. Morgen, Punkt 8, bin ich im Stream. So. Hände sind natürlich vorher gewaschen. Übrigens, Jörn, genau das ist passiert, was du letzte Woche gesagt hast. Bei der Sour-Variante mit dem Nimm-2-Sirup, mit dem Irish Whiskey, als ich beim Löffel abgeschmeckt habe, da kam dann auf YouTube natürlich ganz spontan auch ein entsprechender Kommentar zu. Aber das hatten wir uns ja schon gedacht. Und du hattest es auch schon angekündigt. Nein, so schlimm ist gar nicht. Ich finde Garten aber toll. Sie ist anstrengend, aber sie ist toll. Außerdem liebe ich meine Frau, von daher mache ich gerne mit ihr Dinge zusammen. So. Das passt, das passt. Was machen wir denn heute? Oh, ich glaube, ich mache was Klassisches. Ja, 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 ja. Habe ich denn dafür alles da? Oh ja. Sehr gut, das passt. Habe ich den hingeräumt? Den habe ich da hingeräumt. Passt. Habe ich auch? Habe ich auch. Sehr schön. Ja, dann machen wir ein paar Drinks. Wenn nicht noch irgendwelche Fragen von eurer, sprich deiner Seite sein sollten, dann gehe ich jetzt einfach los und fange schon mal an, ein paar Drinks zu bereiten. Als erstes ist mir gerade in den Kopf gekommen, der Blood and Sand. Blood and Sand, absoluter Klassiker. Und hier brauchst du einen leicht rauchigen Whisky, dänischen Kirschlikör, süßen Wermut und frisch gepressten Orangensaft. Ja. Fehlt noch was? Nö, das war's schon. Das sind die vier Zutaten, die wir brauchen. Und dann würde ich wieder, wie gelernt, hier eingießen und mixen. Hier reden. Oder war das hier und hier? Weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kann ich den Pilz da mal runter tun, weil der irritiert ein bisschen. Oh doch, ich könnte was anderes sagen. Das ist, wir sind im freien Land und eine Ehe ist kein Gefängnis. Ich finde es toll, so wie wir zusammen sind und wie wir zusammen leben. Und ich mag sie wirklich toll. Wegen des Hemdes. Ja, das mag sein. Ich habe mir gedacht, es muss mal ein bisschen arbeitsfreundlicher sein. So, was machen wir denn? Für den Drink brauchen wir ein
Rührglas. Ich stelle mir schon mal alles hin. Rührglas habe ich. Eis gleich umfüllen habe ich. Zutaten stellen wir uns schon mal hin. So, haben wir. Dann erzähle ich noch mal was. Diesmal schon ein bisschen was mit tun. Und dann können wir schon loslegen. Dann hole ich erstmal das Eis. Schon klein. Wer war Eule? Was meinst du mit Eule? Ich kann nicht ganz folgen. Was meinst du mit Eule? Ach so, nee, keine Ahnung. Bis heute nicht. Aber wir werden sehen, ob er morgen wieder da ist. Ne, Dirki war noch nicht auf Twitch. So, wie immer, kurze Anmoderation mit, wenn du möchtest, kannst du jetzt schon mal einen Änderungswunsch für die Anmoderation reinbringen. Wir hatten da ja was, aber nichts ist so stetig wie die Änderung. Cheers, auf dich. Nein. Nein, das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Ich habe Leute aus dem Kanal ausgeschlossen, weil sie sich Alkoholiker nennen. Und hier ist halt immer noch Alkohol im Spiel und das ist eine ernste Geschichte. Und von daher ein bisschen humorig, ja, in Ordnung, aber nicht zu humorig. Was ist denn mit Liebe trinkende Zielgruppe? Aber damit habe ich auch jeden eingeschlossen. Liebe trinkende Zielgruppe finde ich gut. Ja, ich glaube, damit fange ich mal an. Einmal Gesichtsspasmik. Aufnahme läuft auch schon. Wunderbar. Stream ist auch gestartet. Passt auch. Sonst könnte Jörn mir ja nicht antworten. Hallo, liebe trinkende Zielgruppe. Hier bei Drinkling, eurer ganzen Welt der Getränke. Mein Name ist Jörg Kalinke, ich mache hier regelmäßig Getränke und bringe alles, was irgendwie meine Passion rund um Spirituosen und Getränke ausdrückt, hier gerne zum Wort. Aber ich bin nicht alleine, ihr seid ja auch noch da. Bedeutet, wann immer ihr Fragen habt, gerne stellt diese Fragen. Davon lebt dieser Kanal, davon ernähre ich mich und letzten Endes dann auch die ganzen Videos. Danke jetzt schon mal für eure Kommentare. Gerne unten
in das Kommentarfeld. Und dann gehen wir gerne in den nächsten Videos darauf ein. Oder freitags, samstags ab 20 Uhr live auf Twitch unter Drinklinker. So, der Drink, den wir heute machen, ich fange schon mal an, ein bisschen vorzubereiten, ist der Blood and Sand. Ein Klassiker, einer der Top 100 IBA-Cocktails. Es gibt tatsächlich eine Liste der Cocktails, die man als Bartender kennen sollte. Das sind übrigens die Most Wanted der International Bartenders Association. Das sind auch die, die in den meisten Barschulen abgefragt werden. Und wie ihr seht, wir brauchen ein Rührglas, weil der Drink wird gerührt. Wir brauchen Eiswürfel. Wir brauchen als Getränkeglas nachher oder, wie ich letzte Woche gesagt habe, ein Gästeglas. Da brauchen wir so eine Champagnerschale. Und als Zutaten brauchen wir frisch gepressten Orangensaft, dänischen Kirschlikör, süßen roten Wermut und einen rauchigen Whisky. Single Malt. Ich benutze jetzt hier einen ganz zart rauchigen Beaumont 12 Jahre. So das Vanilleeis am Lagerfeuer unter den Whiskys. Das alles zu gleichen Anteilen, aber dazu mehr im Video. Viel Spaß dabei. So, ich dachte mir mal ein bisschen zackig, zügig durch. So, das habe ich. Brauchen wir noch das. Dann gehen wir mal in den praktischen Teil. Das erstgenannte Rezept des Blood and Sand steht im Savoy Cocktailbuch aus London. Das dürften so die späten 30er Jahre gewesen sein des vergangenen Jahrhunderts. In diesem Buch steht als Beschreibung drin jeweils ein Viertel aller Zutaten, heißt frisch gepressten Orangensaft, Single Malt Whisky und Sherry Hewing und, also sprich dänischen Kirschlikör und süßen Wermut. Jeweils ein Viertel. Das Glas hier hat ein Füllvermögen von 12 Zentiliter. Habe ich ja letzte Woche ausgemessen. Bedeutet ein Viertel jeweils 3 Zentiliter. Achtung! 12 Zentiliter, wir haben aber gleich noch ein bisschen Schmelzwasser. Bedeutet, wenn ich von 10 ausgehe, dürfte das Glas gleich trotzdem voll sein. Vorsichtshalber arbeite ich also auf 12 und zur Not muss dann irgendjemand die kleine Pfütze noch austrinken. In diesem Sinne, gucken wir uns das Ganze mal an und legen wir los. Als erstes müssen wir den Orangensaft frisch pressen. Orange ist eine sehr oxidative Frucht und ich brauche jetzt auch nur ein Viertel davon. Das heißt, den Rest am besten frisch noch verarbeiten. Das ist jetzt hier eine Süßorange, aber das passt soweit ganz gut. Ja. Dann machen wir das so, dass ihr mich auch noch seht. Also frisch gepressten Orangensaft bei 10 Centiliter, beziehungsweise 12, habe ich ja gesagt, brauche ich 3 Cl. Das passt. Habe ich. Oberfläche einmal kurz sauber machen. Dann brauche ich 3 Zentiliter vom süßen Wermut. Aber das Glas, das Rührglas, das rühren wir schon mal ein bisschen kalt. Wenn es beschlägt, dann ist es gut. Ich hätte das auch einfach
nur abwarten können. Und ja, mit einer Limettenpresse kann man auch Orangen auspressen. Man sollte die Orange dann nur entsprechend klein schneiden, sprich vierteln oder achteln. Dann geht das auch sehr gut. Vorteil von dieser Limettenpresse ist es, dass ich halt die Bitterstoffe beim Ausdrücken nicht mitnehme. Jetzt seien wir mal eben kurz das Schmelzwasser ab. Bedeutet raus mit dem Schmelzwasser. Ist nicht viel, aber etwas. Und dann packen wir die Zutaten da rein. Einen Messbecher. Dann gehen wir der Reihe nach. Süßer Wermut. 3 Zentiliter. Dänischer Kirschlikör. 3 Zentiliter. Frisch gepresster Orangensaft. 3 Zentiliter. Und schließlich und endlich vom schottischen Single Malt. 3 Zentiliter. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den am wenigsten torfigen von der Insel Islay, die dafür bekannt ist, sehr torfige, sehr rauchige Whiskys zu machen. Aber der Bowmore ist so einer der moderateren Vertreter. Auch hier 3 Zentiliter. Das Ganze rühren wir jetzt kalt. Und dann nehmen wir wieder ein Abseilsieb. Unser Gästeglas. Und der Unterschied zwischen Arbeitsglas oder Shakeglas und Gästeglas ist, am Gästeglas, wenn ich Eis rein tue, ist das Eis immer frisch. Und am Gästeglas berühre ich als Gastgeber immer nur unten am Stiel, nie hier oben. Das darf der Gast, aber das ist der Hygienebereich, da bin ich raus. So. Ja, 12 cl passt, jeweils also 3 cl, der Blood and Sand. Eine sehr, sehr spannende Kombination aus Frucht, Kraft, zarter Honignote und ein absoluter Klassiker. Wenn ich jetzt möchte, könnte ich den noch pimpen, indem ich eine Orangenzeste zum Beispiel an den Stiel abreibe, damit da noch entsprechend der Orangengeruch dazu kommt. Sollten wir vielleicht mal machen. Man kann auch eine andere Zitrusfrucht nehmen. Hauptsache, es ist zitruslastig. Ich habe jetzt hier eine schöne Grapefruit. Die muss sowieso verarbeitet werden. Da nehmen wir den Schäler. Die muss ich ja jetzt auch nicht schön machen, weil danach brauche ich sie ja nicht mehr, die Zeste. Heißt, ich gehe hin, ich presse die Öle ein bisschen aus und treibe damit den Stiel ein. Und damit haben wir den Blood and Sand. Viel Spaß mit diesem Drink, viel Spaß beim Nachmixen und Ausprobieren. Und natürlich könnt ihr den Blood and Sand auch in größeren Mengen herstellen und das Ganze dann auf eine Flasche füllen, nachdem ihr das kalt gerührt habt. Und in den Kühlschrank tun, damit ihr dann Zeit für eure Gäste habt und der Drink immer zeitig parat ist, wenn man nachschenken möchte. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Bitte nicht vergessen, Like da lassen, teilen, teilen, teilen und wir sehen uns gerne in einem der nächsten Videos. Tschüss! Nö, ein bisschen klebrig eher. Cheers. Der ist auch was für dich.
Ja, vielleicht ein bisschen zu kräftig, aber der ist was für dich. Oh. 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 Oh, warte, da muss ich mal eben kurz mal gucken. Hallihallo, Hallöchen. Ich habe gerade einen hervorragenden Blood and Sand und leider kann ich den nicht trinken. Wenn du ihn haben möchtest, würde ich ihn dir an der Treppe überreichen. Bis gleich. Ich gehe mal eben kurz rum, nicht weglaufen, bin sofort wieder da. Aber Jörn, für dich, Orange ist nicht so ganz deins. Deshalb sagte ich ja, also bei dem Drink ist es extremst wichtig. Ja, das kommt später. Bitte. Probier, er ist sehr kräftig. Viel Spaß damit, Gruß an die Wellensittiche. Nein. Ja, mach das. Schöne Grüße von Jörn. Also ja, wie gesagt, es ist wichtig, bei diesem Drink muss es frischer Orangensaft sein, weil Orangensaft extrem oxidativ ist. Also sehr, sehr schnell eben mit Sauerstoff reagiert und hier extrem schnell wichtige Aromen für den Drink verliert, die konserviert werden durch die Spirituosen. Aber wenn der Saft nicht frisch gepresst ist, funktioniert dieser Drink nicht richtig. Dann wird er in der Regel zu sauer. Das ist nicht fein. Und da könnte ich dir zu 100% folgen. So, dann haben wir den einen Drink schon mal. Ja, schnell, in einem Rutsch. Ja. Brauchen wir jetzt auch nicht. Brauchen gleich noch einen Restebecher. Machen wir gleich. Ja. Jörn, hast du denn mal einen Trinkwunsch? Martini? Klassisch? Oder eher langweilig? Gimlet? Ja, da müssen wir ein bisschen vorarbeiten. Gimlet können wir uns morgen vornehmen, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, machen wir. Ja, ja. Martini immer mit Gin. Alles mit Wodka ist ja James Bond. Das ist ja. Also ich verstehe dich vollkommen. Da mache ich einen Buchhinweis, glaube ich, noch zu. Ja. Ich muss mal eben gucken, ob ich das Buch hier habe. Aber ich meine schon, Dean of Drinks. Haha, guck mal. Sehr schöne Geschichte. Das nehmen wir.
aus meiner zweiten Cam geworden. Du meinst jene. Die ist da. Ist mehr Einblick, mehr Umblick, aber die ist da. Ich finde die nicht so praktisch beim Cocktailmixen. Ich bin einfach nicht so nah. Oder weshalb fragst du? Auf jeden Fall. Und ich habe auch schon überlegt, wie ich das machen kann und wie ich das auflösen soll. Aber ich kriege es nicht gebacken. Also ich weiß, ich hole mir die Maus nach hier oben, weiß, dass ich mit der Kamera, dass ich da ein bisschen in der Farbwahl rumarbeiten kann. Also muss ich einen Filter reinpacken, Farbkorrektur. Und dann habe ich halt Gamma, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Farbtonmischung. Also wir gucken mal. Da kriege ich halt mehr Rotton rein. Sättigung finde ich zu unnatürlich. Ich könnte die Helligkeit runterziehen. Den Kontrast hoch und dann die Farbtonmischung wieder runter. Die Kamera ruckelt deshalb etwas, weil das ist genau eben eines der Themen. Alles ist hier an diesem Schreibtisch festgemacht. Wann immer also hier dieser Schreibtisch ruckelt, ruckeln die Kameras. Und das wird dann nicht mehr passieren, wenn ich unten im Keller bin, weil da sind alle Kameras an einer Traverse. Die Traverse ist an der Decke befestigt und nicht am Schreibtisch. Und die Kameras haben auch keinen Bodenkontakt. Also selbst wenn ich den Boden erschüttern sollte, weil es ein Schwingboden ist, wird das nicht passieren. Aber so ist besser. Also er sagt mir hier, ausgelassene Frames 0. Ja, das kann an der Kamera liegen. Warte mal, wir schließen mal. Die Kamera ist halt sehr empfindlich, wenn es um das Thema Licht geht. Ich mache mal die ganze andere Software aus, die hier noch drauf ist, die ich jetzt nicht brauche. Umso heller das ist, umso weniger ruckelt sie. So, was haben wir hier noch auf? Das brauchen wir nicht. Kann zu. Das brauchen wir nicht. Kann zu. Das brauchen wir. Ja, auch alles unten. Nicht hier oben. Kameraschlitten auf 2 Quadratmeter. What the fuck? Nein, brauche ich nicht. So, das mal eben abgießen. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Einen trockenen Wermut. Habe ich einen trockenen hier? Ach nee, wir machen eine leichte Variante. Oder habe ich einen weißen Wermut da? Mal eben überlegen und gucken. Da ist kein weißer Wermut. Da ist kein weißer Wermut. Da ist auch kein da hinten drin. Nee. Ja, dann machen wir das anders. Schulterkamera. Ja, genau. Wie wäre es noch mit einer Stirnkamera? Ich denke über eine Top-Kamera hier oben drüber nach. Aber das ist ja wieder so ein Visual von oben, dann wird dir wieder schlecht.
So, das Bild dürfte mittlerweile halbwegs wieder flüssig sein. Ich habe ein bisschen was an Software ausgemacht. Ja, passt. Ja, ruckelt immer noch ein bisschen, ne? Die Idee ist eine sehr schöne Geschichte, aber ich glaube, ich habe gar keinen Lidl hier oben. Doch, guck mal. Wo er es gerade sagt. Stimmt. Hast du recht, Lilly? So, wir schalten mal eben die Kamera wieder um. Mhm. Starten wir die Aufnahme. Haha, Moment. Da fehlt noch was. Und zwar fordert Harry Johnson den Boker's Bitters. Old Fashioned Bitters. Orangen Bitters. Sellerie. Kreole Bitters. Lemon Bitters. Da hinten ist doch ein Old Times. Schokolade. So, jetzt aber. Ja, dann wird's Zeit. Aufnahme läuft. Machen wir mal ein bisschen was. So, wo hatte ich den gesehen? Genau, Seite 67. 57, gut. Nö, wir arbeiten mal mit einer. Genau, machen wir mal ein bisschen Krach. So, ja. Hallo, liebe genusstrinkende Zielgruppe hier bei Drinkling, eurer ganzen Welt der Getränke. Und wir haben uns ja schon so ein bisschen um Tiki-Cocktails, um ein paar außergewöhnliche Cocktails mit außergewöhnlichen Zutaten gekümmert. Das letzte Video war der Blood and Sand. Und wir gehen gerne mal ein bisschen in Richtung Klassik. Und jetzt kommt einer der klassischen Cocktails. Einer der berühmtesten Cocktails überhaupt, weil James Bond hat ihn gerne bestellt, geschüttelt, nicht gerührt. Den Martini-Cocktail. Wir gehen aber an die Ursprünge so ein bisschen zurück. Nicht an die Version, die Jerry Thomas beschrieben hat in seinem Barbuch, sondern die Beschreibung von Harry Johnson. Und auch hierzu gibt es dann eine kleine Buchempfehlung. Viel Spaß bei diesem Video. Mir macht es immer wieder Spaß, in meiner Bibliothek einfach mal ein bisschen rumzuschmökern. Und gerade wenn es um die Ursprünge bestimmter Cocktails geht, dann wühle ich da gerne in den entsprechenden Sachbüchern rum. Nachteil für uns ist, die meisten Sachbücher, die geschichtlich in Richtung Getränke gehen, sind englischer Sprache.
So wie auch dieses Buch, das als Basis für diesen Drink gilt, nämlich The Dean of Drinks. Da geht es um die Gründung der Cocktailkultur in den späteren 20er Jahren. Wo sind die Wurzeln? Ende des 19. Jahrhunderts mit Professor Jerry Thomas, mit Mr. Schmidt und mit Harry Johnson. Harry Johnson mit Wurzeln in Kreuzberg ist dann schließlich nach New York ausgewandert. Ich habe ein kleines Bildchen hier in diesem Büchlein für euch, wie er selber eine Cocktailpyramide, an einer Cocktailpyramide arbeitet. Schärfe, Schärfe, Schärfe. Und er ist einer derjenigen, die den Martini-Cocktail mal ganz anders gemacht haben als das, was ihr kennt. Und der Martini-Cocktail ist fast schon so ein bisschen eine Religion, weil heutzutage wird er extrem trocken serviert. Heißt, ich brauche einen Gin und ich brauche einen Ticken Wermut. Es gibt sogar einige Bartender, die das Eis mit Wermut beträufeln, umrühren, kalt rühren und dann den Rest Wermut rauskippen, um dann Gin drauf zu machen. Das heißt, im Prinzip ist es nur ein parfümierter Gin. Da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen ja an die Ursprünge hingehen. Und das ist eine spannende Kombi, die so, glaube ich, zumindest in Deutschland, auf Video garantiert noch nicht festgehalten worden sind. Weil wir brauchen ein paar unterschiedliche andere Sachen. Wir brauchen als erstes erstmal einen guten London Dry Gin. Und das ist auch schon eine Abweichung zu Harry Thomas, weil er beschreibt einen Old Tom Gin. Unterschied ist, Old Tom, gesüßter, lieblicher, Basis aber immer noch ein sehr starker Wacholder-Charakter. Das werden wir gleich ummünzen, aber erstmal einen guten London Dry Gin. Dann brauchen wir einen weißen Wermut. Es steht nur Wermut im Rezept. Ich gehe davon aus, dass es ein weißer ist und kein roter, süßer oder kein extra trockener. Meine Wahl fällt hier auf den weißen Lillet, weil er schon ein bisschen lieblicher ist und ich damit wieder die Forderung des Old Tom Gins einfange. Dann brauchen wir noch ein Bitters, ein Cocktailgewürz. Im Original wurde explizit ein Boker's Bitters erwähnt. Habe ich noch nicht. Ist gerade auch erst wieder auf den Markt gekommen. Nach 100 Jahren nicht mehr auf den Markt ist er da. Ich verwende jetzt, kleiner Affront, den Jerry Thomas Old Time Bitters von Bitter Truth. Und dann, und jetzt werden sich einige Martini-Trinker wahrscheinlich sagen, what? Noch ein paar Tropfen Gommensirup. Süße. So, wo haben wir den Gommensirup? Den haben wir da. Gommensirup. Und das alles zusammen ist der Martini-Cocktail nach Harry Johnson. Jetzt machen wir erstmal nochmal ein bisschen Schmelzwasser hier raus und ein bisschen Eis drauf. Wir brauchen dafür einen klassischen Cocktailspitz als Glas. Oder man kann auch ein altes Sauerglas nehmen, aber favorisieren würde ich hier nicht. Und auch wie bei dem Blood and Sand können wir hier den Stiel nachher mit Zitrus zum Beispiel einreiben. Jetzt packen wir erstmal das Schmelzwasser hier raus. Upsi. Packen noch ein bisschen frisches Eis nach. Und dann gehen wir Schritt für Schritt nach dem Buch vor, damit wir da auch keinen Fehler machen. So, Rezeptur, ich gucke mal eben rein. Fill the glass up with ice. Fill das Glas mit Eis auf. Haben wir. 2 bis 3 dashes of gum syrup. Be careful in not using too much. Also 2 bis 3 dashes, so ein paar Tropfen. Ein Dash, sagt man, sind 2 Milliliter, wären also 6 Milliliter. Ich gehe mal von 5 Millilitern aus und das bedeutet, es wäre ein Barlöffel.
So, nächste Zutat. Wir sind wieder sehr treu, damit wir das auf jeden Fall machen. 2 bis 3 Dashes of Bitters. Ein Dash ist kein Tropfen. Ein Tropfen wäre vorsichtig, warten bis Tropfen für Tropfen, Dash. Flasche unten festhalten und 1, 2. So, dann redet er hier von half a wine glass of old Tom. Wir gehen davon aus, wir haben eine Füllmenge von 10 Centiliter, weil sonst keine Flüssigkeit hier reinkommt, gehen wir von Hälfte Hälfte aus, heißt 5 Centiliter an Gin. Und die gleiche Menge auch vom Lillet. Wie gesagt, Lillet ein bisschen lieblicher, deutlich weniger China-Rinde, heißt wenig Bitterstoffe, ein sehr feiner, fast schon Sweet Martini. Doch, ein Sweet Martini. Allein aufgrund des Zuckers, der enthalten ist. So, das Ganze kalt rühren. Und ignorieren, wenn irgendwas beiseite runterfällt, weil die Arbeitsoberfläche wieder rüttelt. Aber das kennt ihr ja schon. Schön kalt rühren. Idealerweise das Glas auch richtig eisig vorkühlen. Und dann rein damit ins Gästeglas. Und nicht so wie ich schlabbern. Fertig ist er, der Martini-Cocktail nach Harry Johnson. Und wie immer, der Link zum Buch Affiliate findet ihr unten in der Beschreibung. Ich packe das mal hier hin. Mach mal fürs Foto. Oder so. Cheers. Viel Spaß mit dem Drink. Und gerne liken. Teilen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne Abo, Glocke anklicken, damit ihr bloß nichts mehr verpasst auf diesem Kanal. Danke. Und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss. Ja, tatsächlich, Jörn, ohne Olive. Die Olive kam später erst. Genau wie mittlerweile üblich ist, Gurke in Gin and Tonic. Aber das ist schon eher so ein bisschen neumodisch. Aber heutzutage, Usus, ganz normal. So, cheers auf dich. Der wird dir gefallen. Oh ja. Ja. Sirup, Gomsirup ist ein Zuckersirup mit ein bisschen Gummi Arabicum. Für die Viskosität. Warte, zeige ich dir. Noah, Fokus. Gomsirup. Bei Amazon bestellbar. Aber sehr, sehr lieblich. Ganz feine Nuancen vom Lillet. Und der Gin kommt gut rüber, aber nicht zu kräftig. Und der ist echt süffig. Scheiße, ist der süffig. Darf man ja nicht sagen, das böse Wort, ne? Sorry. Nee, Gurke ist in ganz Deutschland. Das ist nicht nur mit Fuck Yoga. Gurke ist in ganz Deutschland. Den Martini packen wir wohin? Den packen wir da unten hin. Nee. Alex hat einen Drink und wir haben abgesprochen, ein Drink reicht.
Weil wir haben ja gleich noch eine Verabredung. Wir sind gleich noch zum Online-Spielen mit Freunden verabredet. So, wir machen da rum. Da kommt Müll rein. Und ich muss ja auch irgendwas trinken. Cheers, auf dich. Guck, haben wir schon wieder zwei Drinks und zwei Klassiker. Ich überlege gerade, ob wir ein Technikvideo drehen sollen. Nö, haben wir Corona-konform nichts zu tun. Wir sind ja Gott sei Dank im gleichen Haushalt. Bedeutet, wir haben keinerlei Kontaktbeschränkungen. Startmixer, was? Nein, ach, Technikvideo, jetzt weiß ich, was du meinst. Nein, Ich habe eine Reihe gemacht mit Heimbar Basics. Und zu den Heimbar Basics, da hatte ich kurz mal erklärt, so schwebend, dass ich auch über Werkzeuge rede. Heißt, ich könnte zum Beispiel über einen Shaker reden, aber Shaken habe ich schon gemacht. Ich könnte über den Sinn einer Pinzette reden, den Sinn eines Barlöffels, Fine Strainer, solche Sachen. Jigger mache ich später. Das mache ich mit dem Jens von APS aus Köln. Aber wir haben kurz mal erwähnt, was sind denn Bitters? Und darauf könnte ich eingehen und das dann ein bisschen erklären. Heißt, es gibt ja Bitters. Dann gibt es Bitters. Es gibt auch Bitters. Und warte, ich glaube, da gibt es auch Bitters. Und ich glaube, Bitters und Bitters und Bitters. Der Klassiker Angostura. Aber auch das hier, Kevra-Wasser, Kevra-Blumenwasser, Rosenwasser oder Orangenbitters, Orangenwassers. All das sind Bitters. Bitters sind nichts anderes als vorgelöste Aromen, die hochkonzentriert sind in Alkohol und letzten Endes dann würzen. Heißt, ich könnte zum Beispiel auch ein Pepper-Bitters machen, indem ich, nee, nicht Pepper, doch Pepper, Peppert-Bitters, wo ich dann entweder Ball-Pepper, sprich Paprika nehme, oder schwarzen, weißen, roten Pfeffer und damit einen pfeffrigen Bitter, damit ich eine Pfeffernote reinkriege. Weil Pfeffer ist ja feststofflich. Bedeutet, wenn ich das im Drink vermixe, dann dauert das, bis der löst. Typisch Tee-Effekt halt. Und wenn ich das schon vorher löse, sprich mahle, in Alkohol einlege und vielleicht dann noch ein paar andere korrespondierende Aromen, dann habe ich ja das Pfeffer-Aroma in der Flüssigkeit gelöst und somit verbindet sich es einfacher, aber auch gleichmäßig mit dem Drink. Und genau das wäre die Technik. Ja, die Anregung habe ich und das werden wir auch tun und das werden wir tatsächlich in einem Special machen und das wird dann vielleicht auch regelmäßig kommen, weil ich gebe dir recht, Bar ist sehr eindimensional, aber eigentlich ist das Thema Getränke, geht ja in alle Lebensbereiche rein, in Richtung Backen, Kochen, Grillen, kann man wunderschöne Sachen mitmachen und werden wir dieses Jahr auch noch verhackstücken. Da ist was geplant. So. Technikvideo. Ja, was willst du denn haben? Moin. Ich hätte hier gerade eben frisch gerührt einen schönen Martini-Cocktail, frei nach Harry Johnson. Meine Frau hat abgestaubt einen Blood and Sand. Was möchtest du denn haben? Ich warte mal auf den Chat.
Ansonsten starte ich gleich meine Aufnahme für Technik und für die Witters und dann gucken wir mal. Etwas Sommerliches. Heißt leicht, zart, erfrischend. Bin ich da so in die Richtung richtig? Eher fruchtig oder eher herb? Kühl ist gut. Sommerlich sollte kühl sein. Ja, bin ich vollkommen bei euch. Ja. Fruchtig. Darf es auch was Florales oder was Prickelndes dabei sein oder nur fruchtig? Sehr schön. Habe ich eine Idee? Spontane Idee, aber kriegen wir hin? Habe ich alles dafür da? Ja. Habe ich. Dann machen wir erstmal deinen Cocktail, damit du auch eine Drinkidee hast. Und danach gehst du dann in Technik und Klassik und gerne andere Sachen. Aber jederzeit, wenn du Fragen hast, ich bin da. So, wir brauchen frisch gepressten Limettensaft für deinen Drink. Wir brauchen Ananassaft. Wir brauchen einen Wassermelonenlikör. Wir brauchen ein bisschen Sirup. Und da du ja was Fruchtiges möchtest, nehmen wir einen Mangosirup. Das Ganze spritten wir dann auf mit Rosenlimonade. Passt das? Meinst du, das wäre was? Ach, und ein bisschen Alkohol tun wir auch noch rein. Sprich, wir packen in dem Falle ein bisschen japanischen Gin rein. Das Ganze auch sehr simpel, sehr einfach. Kann wirklich jeder zu Hause machen. Und wenn du möchtest, dann schneide ich das Video gerne mit. Dann geben wir dem Drink noch einen Namen, weil das ist gerade eine spontane Geschichte. Und dann ist das dein Drink. Entsafter habe ich noch nicht, nein. Danke der Nachfrage. Also, ich leite mal ein, weil das Ganze verhackstücke ich dann zu einem Video auf YouTube. Und wenn ich deinen Namen nennen darf, würde ich den auch gerne einfach mit einflechten. Bitte ich um deine Erlaubnis an der Stelle. Super. Dann legen wir mal los. Hallo, liebende. Hallo, liebende geht los, genau. Hallo, liebe Zielgruppe. Und zwar genusstrinkende Zielgruppe. Ich befinde mich hier gerade live auf Twitch und ein Gast ist reingekommen und hat nach einem Drink gerufen. Soll er gerne haben. Wir haben ein kurzes Gespräch geführt, beziehungsweise über den Chat. Und ich habe eine kleine Drinkempfehlung. Er hätte gerne was fruchtig, sommerliches, eher leichtes, nicht zu heftiges. Und genau das machen wir jetzt. Und das machen wir auch live, ohne großartig viel Brimbamborium. Und das ist auch für jeden einfach zu Hause nachzumixen. Wir brauchen ein Longdrinkglas. Das füllen wir mit Eis. Ruhig ordentlich Eis, weil es soll ja sommerlich sein, also kühlend. Und ohne Eis keine Kühlung. So. Das Glas ist auch schön groß, 0,4 Liter. Insgesamt Flüssigkeit dürfte so 0,3 sein. Jetzt brauchen wir ein bisschen frisch gepressten Limettensaft. Den habe ich schon vorgepresst. Also an der Bar ein bisschen Limettensaft brauche ich ja. Und jetzt ist die Frage, er wollte ja was Erfrischendes haben. Heißt leicht ausgewogen süß-sauer. Machen wir also 2 Zentiliter. Das machen wir jetzt, damit ihr mein Gesicht seht, auch hier auf der Seite. Ist höflicher als nur die ganze Zeit die Hände. Dann packen wir da rein Ananassaft. Und da es ja fruchtig werden soll, machen wir da ruhig richtig Frucht rein. 5 Zentiliter. Hier zu Hause bitte nicht in die Tastatur schlabbern, so wie ich gerade.
Dann brauchen wir was weiter Fruchtiges. Und fruchtige Sachen, die gerne immer ergänzen, sind Liköre. Und ich habe hier einen wunderschönen Wassermelonenlikör. 2 Zentiliter. Der riecht auch schon wunderschön nach Wassermelonen. Auch ihr zu Hause nicht so kleckern wie ich. Jetzt brauchen wir noch was, um das bisschen zu erhöhen. Sprich, so eine leichte Essenz, die immer noch ein bisschen fruchtig ist, aber ein bisschen modern. Und da nehmen wir einen japanischen Gin, der basiert auf Sakura-Blüte und auf Reis und damit eher auf süßen, fruchtigen Sachen. Habe ich zufällig was da. Und davon 3 Zentiliter. Soll ja auch nicht zu heftig werden. Das Ganze verrühren wir jetzt. Und damit es schön spritzig ist und auch ein bisschen prickelig und trotzdem ein bisschen sommerlich, weil was ist besser als im Sommer eine Limonade? Und ich habe hier eine Rosenlimonade. Da gießen wir auf. Packen einen schönen Trinkhalm da rein. Packen ideal eine Limettenspalte dazu. Weil grün, rot, schön Kontrast, übergangsmäßig. Dann passt das soweit. Und das wäre dann ein Drink. Und ich würde ihn Japanese Melon Cooler nennen. Cheers. Ja, dann nehmen wir noch die Limette. Machen noch eine Limettenspalte draus. Machen direkt 2 Spalten. Trinkhalm nicht vergessen. Schön nachhaltig aus Glas. Zu kurz. Lang genug. Cheers. Viel Spaß mit dem Drink. Ist das das, was du verstehst unter dem, was du da wolltest? Schwierig. Direkt probieren ist im Moment schwierig. Wenn ich irgendwann irgendwo mal wieder auf Gasttour bin, dann lasse ich euch das hier gerne wissen. Und dann können wir darüber am liebsten reden. Sehr gerne. So, ich gucke mal, dass ich den vielleicht noch mal kurz ein bisschen scharf kriege, damit man den auch richtig schön bewundern kann. Ja. Also der ist wirklich sehr simpel, sieht man ja. Der riecht schon sehr fruchtig. Riecht auch sehr nach Wassermelone. Aber auf jeden Fall sehr erfrischend. Cheers, viel Spaß damit. Rezept kommt auf meinem YouTube-Kanal und dann steht es auch unten drin. Da sind dann jeweils auch die entsprechenden Zutaten verlinkt, sodass man den auch vielleicht zu Hause machen kann. Wieder jemanden glücklich gemacht. Sehr schön. Am liebsten, ich würde Ihnen den gerne durchreichen, aber das ist im Moment schwierig. Da ist er wieder, der Techniker. Eine Durchlichtbeleuchtung habe ich schon längst, aber nicht hier. Habe ich. Warte, habe ich das vielleicht doch hier? Warte. Ach, guck mal. Warte, warte, warte. Nur für dich, Jan. Eine Durchlichtbeleuchtung. Kriegst du. Zur Information, Jörn ist unser kleiner Technikfreak, der immer wieder nach Licht schreit. Und Licht kriegt er. Bis zum Umfallen.
Ja. Ah. Strom. Ah. Ah, da. So. Achtung, ich präsentiere nochmal den Drink. Und dann kommt die Magie. So, Kippschalter, Kippschalter, Kippschalter. Achtung. Das ist ja lame. Funktioniert gar nicht mehr. Ha, doch da. Wackelkontakt. Ich hab's, hat aber Wackelkontakt. Nicht weiter schlimm. Kaltlichtstäbe im Drink, ja genau. Jörn, du erinnerst dich noch an die guten alten Zeiten im Pulp? Du möchtest ein Leuchtbändchen für Handgelenk haben, oder? Kriegst du nächste Mal. So, wir drehen jetzt ein bisschen Theorie und so ein bisschen Geschichte, Cocktailgeschichte. Falls euch das langweilen solltet, Hand heben. Dann mache ich das heute nicht, dann mache ich das ein andermal. Oder kurz im Chat Bescheid sagen. So, Schlückchen trinken noch, ne? Tschüss. Also nach dem letzten Googlen gibt es das Pulp in Duisburg noch. Es ist aber mehr zu einer Pop-Disco geworden. Auch nicht schlecht, aber halt nicht mehr der Stil wie früher. Es gibt auch immer noch das Angebot, Essen und ein großes Bier für den Mindestumsatz, aber natürlich im Moment nicht geöffnet. Nicht mit der Inzidenz, die wir in Duisburg haben aktuell. So, da keine weiteren Einsprüche kommen, gehen wir mal so ein bisschen in die Cocktailgeschichte, beziehungsweise in die Fachtheorie in Richtung Heimbar Basics. Hallo, liebe. Boah, wie soll ich jetzt anfangen? Hallo, liebe genusstrinkende Zielgruppe hier bei Drinklink, eurer ganzen Welt der Getränke. Heute zur Serie Heimbar Basics. Was ist denn ein Bitter? Was brauche ich an Bitters hinter der Bar? Und so ein bisschen einen leicht geschichtlichen Überblick. Bitters sind irreführenderweise mit dem Namen Bitter im Deutschen belegt. Das stimmt so aber nicht ganz, weil ein Bitter ist nichts anderes als ein flüssiges Gewürz. Das wäre eigentlich die ideale Übersetzung, ist aber auch so ein bisschen ungriffig. Bedeutet, feststoffliche Gewürze lösen sich in Flüssigkeiten aufgrund der Zeit und letzten Endes des Auslösens über den Alkohol oder über Wasser natürlich ein bisschen langsamer. Bedeutet, findige Leute und Barkeeper sind hingegangen und haben vorsichtshalber diese Gewürze und diese Gewürzmischung schon mal in Flüssigkeit und Alkohol eingelegt, sodass der Übergang nachher beim Mixen automatisch erfolgt, eben weil es schon eine Flüssigkeit ist, da alles gleichbleibend ist und nicht dieser Tee-Effekt passieren kann. Weil, stellt euch bitte Folgendes vor, ihr habt einen Drink und da soll schwarzer Pfeffer rein. Gibt es. Können richtig toll sein. Den schwarzen Pfeffer male ich jetzt da rein in den Drink oder erst in den Shaker, shake das Ganze oder rühre das Ganze und dann ist noch nicht mehr eine Nuance da, weil Pfeffer braucht ein bisschen für den Übergang. Wenn ich den Pfeffer aber direkt in den Drink tue, dann spüre ich zu Anfang erstmal gar keinen Pfeffer, dann wird es immer pfeffriger und nachher schmecke ich nur noch Pfeffer. Eben weil der Pfeffer nach und nach die Aromenstoffe und die Schärfe löst. Deshalb, wenn ich einen flüssigen Bitters habe, also schon ein flüssiges Gewürz mit gleichbleibender Konsistenz, gleichbleibender Aromendichte, dann habe ich von vornherein die richtige Mischung für mein Getränk.
Und genau das sind Bitters. Bitters sind nichts anderes als flüssige Gewürze, die eventuell schon vorgearbeitet worden sind. In der goldenen Zeit der Cocktails in den 1920er, 30er Jahren gab es weit über 100 verschiedene Bitters. Dann kam die Prohibition und unglaublich viele Bitterhersteller haben eben das Herstellen von Bitters sein gelassen. Und jetzt, in der goldenen Zeit, so in den 2000er Jahren, fing das Ganze wieder an, fingen neue Produzenten von Bitters an, unter anderem zum Beispiel in Deutschland, The Bitter Tooth, ein paar alte Rezepte wieder aufzuarbeiten und nach vorne zu bringen. Im Prinzip braucht man an einer Bar auf jeden Fall 3 Bitters, die man auf jeden Fall haben sollte. Diese 3, einmal einen Klassiker, und da bitte darauf achten, dass es das Original ist, Angostura. Von der Angostura-Wurzel, sehr, sehr stark bitter, sehr stark konzentriert und sehr farbintensiv. Das ist ein ganz klassischer Bitter, der in vielen, vielen, vielen Rezepturen enthalten ist. Den kann man nicht nur als Bitter, den kann man auch tatsächlich als komplette, alleinige Zutat machen. Machen wir mit Sicherheit auch nochmal drin. Dann französischer Bitters, Pechot-Bitters. Also die lieblichen Geschichten in Richtung Pastis und französischer Einfluss, Pechot-Bitters. Sehr spannender Bitters. Und dann Orangen-Bitters. Das sind die 3. Die sind im Schnitt grob zwischen 10 und 14 Euro pro Flasche. Und mit so einer Flasche kommt ihr lange, lange, lange hin im privaten Bereich. Beispiel, die Flasche Angostura an einer Bar, die relativ gut durchläuft, pro Monat eine halbe Flasche, pro Arbeitsplatz. Wenn es gut läuft. Wenn es richtig gut läuft, ist die Flasche auch schon mal nach einer Woche weg. Kann passieren. Aber mit der Flasche kommt ihr sehr, sehr lange aus. Und das sind die 3 Grundbitters, die eigentlich an keiner Bar fehlen sollen. Es gibt natürlich ganz viele andere Bitters und ihr könnt Bitters auch selber herstellen. Das haben wir auch schon gemacht. Hier oben der Link auf YouTube. Man kann aber dann zum Beispiel auch Kevra-Wasser nehmen oder Rosenwasser. Oder diverse Hersteller haben halt auch ganz andere Sachen hergestellt, wie zum Beispiel hier so eine Reminiszenz an den Boker's Bitters von Jerry Thomas, hat auch Bitter Tools hergestellt. Man kann natürlich auch Essenzen nehmen, zum Beispiel hier sehr holzige Noten. Da hat man verschiedene Hölzer genommen und die lange eingelegt, kombiniert mit verschiedenen anderen Bitterstoffen und daraus ist dann dieser hervorragende Bitters geworden. Hier kann man also selber spielen und, wie gesagt, auch selber machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das, was ich gerade verlinkt habe, ist mein selbst hergestellter Schokoladenbitters. Dafür habe ich eine Easy genommen, das ist eine Hochdruckgeschichte mit Stickstoff. Eigentlich ist es ein Sahnespender, aber etwas teurere Bauart. Und da habe ich reingetan braunen Rum und klein gemahlene Kakaonips. Habe dann 3 Patronen reingetan, damit ordentlich Druck drauf kam, Viertelstündchen gewartet und fertig ist mein Schokoladenbitters. Kann man also auch gut selber machen. Also, zusammenfassend. Alles ist Bitters, was irgendwie würzt. Und Bitters kommen in der Regel in einen Drink nur in kleinen Mengen. In einem Dash oder in einem Drop. Genau das machen wir jetzt mal. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Drop und einem Dash? Ich packe mal das Glas hier vorne hin. Und ich verstecke mich dahinter, damit gleich entsprechend das Ganze auch zu sehen ist. Ihr seht, hoffentlich, wir packen den Fokus an. Ja, ihr seht, hier ist so eine kleine Tülle, da ist ein Löchlein. Und da kommt alles raus. Und ein Drop ist wirklich ein Drop. Heißt, ich halte die Flasche hin, so 45 Grad, und das waren jetzt schon 2 Tropfen. 1, 2. Ein Tropfen hat so knapp einen halben Milliliter. Im Gegensatz zu dem Dash. Bei dem Dash fasse ich die Flasche unten an und dann wirklich mit Schmackes, sagen wir im Ruhrgebiet, Achtung, 3, 2, 1 und ein Dash. Und nicht so wie ich die Hälfte hier daneben spritzen. Nochmal, 3, 2, 1, ein Dash. Ruhig mit Schmackes. Und hier reden wir von 2 bis 3 Millilitern.
Das soll es auch schon gewesen sein. Kurzes Basic-Video zum Thema Bitters. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Oder gerne teilen, teilen, teilen. Für alle Cocktail-Enthusiasten werden ja immer mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es um Techniken geht, um Cocktailrezepte, um Zutaten, die man selber machen kann und Zutaten, die man vielleicht auch mal ganz woanders einsetzen kann als im Drink. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gerne unten in die Kommentare. Fragen, Fragen, Fragen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kalinke von Drinklink, der ganzen Welt der Getränke. Ciao. So. Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr so still wart und mich nicht abgelenkt habt. Finde ich toll. Cheers. So, dann haben wir jetzt 3 Drinks und ein Theorievideo. Respekt. Passt. Habt ihr Fragen an der Stelle zu Bitters? Zum Beispiel. Sollen wir nächste Mal ein Bitters zusammen machen? Nächste Woche Freitag. Ist nicht schlimm, Jörn. Sollen wir nächste Woche ein Bitters zusammen machen? Das ist halt bei Twitch so. Wenn hier nicht genügend Zuschauer sind, dann wandern die Leute halt weiter. Aber das stört mich nicht letzten Endes. Ich mache hier meine Sendezeit und irgendwann werden die Leute kommen. Das ist jetzt die 3. Sendung wieder in der Reihe. Und ich habe da Geduld. Alles ist gut. Alles wird. Wenn du dich erinnern magst, am Anfang war die Palptheke auch nicht voll. Hast du deine Easy zu Hause? Das ist super. Sollen wir für dich mal Martini-Bitters machen? Ja, klar. Basis sind Bio-Limettenschalen. Und Oliven. Relativ einfach. Und das Ganze in einer Easy aufgelöst in Wodka. Also wirklich sehr simpel zu machen und in der Easy dann mit entsprechend Druck den 2-3 Tage stehen lassen und dann ist man schon fertig. Und dann tust du halt 2-3 Dash in deinen Martini-Cocktail rein und dann passt das. Martini-Sauer. Naja. Du musst ja das Verhältnis sehen. Ich nehme Schale von einer Limette, aber 6 Oliven und auch ein bisschen Olivenlake. Heißt, das geht eher so ein bisschen in Richtung Dirty Martini, dann wenn der Drink fertig ist. Hat mit Sauer nichts zu tun, weil die Limettenschale, die Aromen in der Limettenschale, die sind ätherische Öle und haben mit Säure relativ wenig zu tun. Dass Dirty gut ist und dass das jetzt kommt, war mir so klar wie Kloßbrühe. Gut, dann machen wir so. Dann nächste Woche, Freitag, machen wir einen Martini-Bitters. Und wenn du möchtest, Zutaten und dann machen wir es Schritt für Schritt gemeinsam. Wenn wir beide allein sind, dann machen wir das halt so. Genau. Du brauchst tatsächlich nur eine einzige Limette. Eine Bio-Limette. Oder eine ganz normale Limette, die man vorher mit einer Wurzelbürste abschrubbt unter warmem Wasser. So, in Angesicht der Zeit, ja, passt genau. Dann fange ich jetzt auch nichts Neues mehr an. Dann machen wir das so. Nächste Woche Freitag. Bio-Oliven wäre schön, aber entkernt und mit Lake wäre wichtig. Und dann machen wir nächste Woche den Martini-Bitters und probieren den nochmal im Martini-Drink aus. Dann kannst du vielleicht auch mal deine Lillet-Flasche zu Hause anbrechen.
ohne Paprika versprochen. Hast du denn einen Gin zu Hause stehen? Weiß ich ja gar nicht, ob du die Sachen überhaupt da hast. Ja, perfekt. Pass auf, dann machen wir den Bitters. Und dann machen wir auch einen Gin. Martini Gin. Nein, Gin Martini. Martini Cocktail, so rum. Mit dem Bitters. Und ich glaube, das wird ziemlich gut. Und dann nennen wir den Wegesbitter. Nee? Wie nennen wir den denn dann? Dirty Bitters? Anders Bitters. Old Man Bitters. Nee, den gibt's tatsächlich schon. Wir können den Old Spice Bitters nennen. Aber hast ja dann noch einen kreativen Ansatz bis nächste Woche. Also da, ne? Gerne drüber nachdenken. Namen müssen wir dann finden. Aber der ist wirklich super, super, super einfach. Old Women Bitters gibt's nicht. Oder wie wär's mit Granny Bitters? Du meinst so in den guten 40er, 50ern, ja, verstehe. Best Ager Bitters? Na, wir müssen mal gucken. Aber das würde auf jeden Fall passen. Dann haben wir das Kernthema für nächste Mal. Dann machen wir Varianten von einem Martini-Cocktail. Klassisch, Vespa und auch nochmal den Harry Johnson. Und dazu dann mit deinem Bitters. Und bis dahin können wir ja vielleicht noch ein bisschen nachdenken. Wegen des Namens. Was hältst du davon? Muss ja nicht sofort übers Knie gebrochen sein. Okay. Das ist bitter, okay. Ja, also Wortspiele. Mit Bitters kann man fast genauso viele schöne Wortspiele machen wie mit Rum. Und dann kann man das gerne immer einflechten. Also das ist so ein Running-Ding. Das können wir nächste Woche machen. Okay, haben wir ein Thema für nächste Woche Freitag. Freut mich riesig. Machen wir so, flechte ich auch direkt nachher ins Thema ein. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns vielleicht morgen, aber dann auf jeden Fall nächste Woche. In diesem Sinne, gab dich wohl. Nein. Ich glaube, es gibt gar keine Steigerung von Bitte. Morgen auf jeden Fall ab 8. Punkt 8. Da werde ich mit der Gartenarbeit um 18 Uhr aufhören, damit ich dann um 20 Uhr hier bin. Okay, dann ciao, ciao. Danke.